Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus Ruhrpott. Und heute machen wir mal ein Review zum LEGO Technik Set 42022 Modell A. Das ist die Anleitung, leider mit Gucklöchern. Warum manche die Anleitung lochern, ist mir vollkommen schleierhaft, aber egal. Es sind, glaube ich, soweit ich weiß, knapp 400 Teile. Ich habe leider die Originalverpackung nicht. Das Ganze hat 57 Bausch. Nee. Oder? Moment, mal selber kurz gucken. 57, 87, 87. 122 Bauschritte. Jetzt haben wir es. 122 Bauschritte. So. Anleitung Lego-typisch. Nichts Besonderes, gut erklärt, lässt sich gut bauen. Ich war mit Technik zwar ein wenig aus der Übung, aber geklappt. So, hier ist das gute Stück. Und ich bin sehr, sehr positiv angetan. So, es sind vier Aufkleber dabei, die waren schon angebracht, sind aber noch in guter Qualität. Und zwar ist das einmal dieser. Dieser und auf der anderen Seite genau dieselben. Vorne sieht das Schnuckelchen so aus. Oh, irgendwann kommt der Fokus aus. Moment, wenn ich da aus dem Weg bin, bestimmt. Oder auch nicht. Doch jetzt. So sieht er von vorne aus. So von der Seite. Wir haben vorne kleinere Räder als hinten. So von hinten. So von oben. So von unten. Man kann durchgucken, das ist also relativ schlicht. Aber wir haben Funktionen, die ihr schon gesehen habt. Mit einer Hand-of-God-Steuerung kann ich lenken. Hier oben. Ja. Dann habe ich hier einen schönen Sechszylinder. Moment, da. Einen schönen Sechszylinder. Falsches Rad, ist nämlich nur einseitig angetrieben. Ja, dann sieht man noch den Motorlauf. Auf beiden Seiten natürlich. Ja. Hier vorne ist auch ganz hübsch gemacht. Federung haben wir keine. Wie gesagt, Lenkung haben wir. Und dann haben wir hier noch ein Rädchen. Das kann man bewegen. Machen wir mal so rum. Und dann können wir dieses gute Stück, Achtung, zu einem Cabriolet umbauen. Ja, und dann minder. Ja. Das heißt, man kann das Dach wegklappen, um einzusteigen. Und dann kann man da mal reinschauen. Lenkrad drin ist halt Technik. Ne? Also Technik ist ausstattungsmäßig Minimalismus. Aber, wie gesagt, man hat diese Funktion dabei, die auch wunderbar funktioniert. Und die Lenkung wird hier unten umgeschaltet. Also auch ganz simpel. Ja. Er rollt gut, dabei bewegen sich die Motorblöcke. Das hier sind übrigens Mülleimer, die als Auspuff umgebaut sind, finde ich ganz interessant. Sind Gummireifen mit Luft, also jetzt ne, kein Vollgummi. Jo. Ich habe das Set gebraucht geholt und es war bis auf zwei Teile vollständig, aber gut, das war einmal hier
So eins, was ich danach geräumt habe, und eine Achse. Aber, na, die Achse. Jetzt sind wieder alles neue Teile drin und es sind auch alles Lego-Teile. Ich werde auch noch das B-Modell dazu bauen, aber dafür muss ich natürlich erstmal wieder zerlegen. Das gute Schnuckelchen hier hat gemessen mit meinem Gliedermaßstabsband. So. Eine Länge von 26 cm. Eine Breite von 14 cm. Und eine Höhe von 9 cm. Es sei denn, man macht das halt so. Dann kommen wir hin. Ja, doch, auch auf 9. Der Motorblock. Oh, ja, 9. Schön gemacht finde ich auch hier den Kühler. Wir haben hier ein Flat-Silberteil und dort ein Flat-Silberteil. Als Luxus in dem Sinne. Aber wir haben halt Funktionen. Das ist heutzutage nicht mehr verständlich. Wir haben einen schönen Motor. Ich habe einen Schluck auf. Entschuldigung. Und ich glaube, das Ganze hat mal 2014. 16, 39 € gekostet. Und ich sag mal, für das Geld kriegt man heute, glaube ich, nicht mehr so einen schicken Wagen. Dieses Blau ist, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich. Na gut, das war's soweit. Aufgebaut habe ich mit dem Stream bei den werten Kollegen. Und ja, schreibt mal eure Meinung dazu. Technik ist, bin heute nicht mehr so in den Technikbereich. Aber ich mache es hier doch mal ganz gerne. Wie es euch gefällt, ob ihr sowas schon gebaut, ob ihr das schon gebaut habt, ob ihr damit auch so zufrieden seid wie ich. Ja, und ansonsten bestelle ich euch lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Heute gehen mal Grüße raus nach. Ne, und dann so viele Städte da unten kenne ich nicht. Nürnberg. Nürnberg hatte ich noch nicht, glaube ich. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.